Ich habe jetzt bloß noch knallen hören. Und jetzt heulen überall die Sirenen. Und ja, ich habe das Gebäude umgedreht. Aber das ist total irrelevant jetzt hier. Ach du Scheiße. Schnell in die Umkleide, mich umziehen. Ich bin in der FF2 von Waldstätten. Ich bin gerade eingetroffen. Ich war Gott sei Dank gerade in der Nähe. Ich war gerade ein Eis essen. Hab's bloß noch richtig krachen hören. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist. Beide Fahrzeuge rücken aus. Einsatzstichwort lautet schweres Zugunglück. Scheiße. Das ist ja ein ganzer Bus. Der ist zusammen mit dem Zug zusammengeprallt. Ach du heilige Scheiße. Ey, wir brauchen Unterstützung hier. Das ist Fakt. Und nehmt doch mal einer dieses verkackte Schild weg hier. Oh. Die Schilder immer. Überall bleibt man da hängen. So. Okay, Leute. Nächstes Fahrzeug. TLF. Erstmal finden, erstmal einsteigen. Alle Ortsfernen sind alarmiert zu diesem folgeschweren Unfall. Okay, die ersten Kameraden sind eingetroffen mit den ersten beiden Einsatzfahrzeugen der neuen Feuerwache. Und dann gleich dieses Zugunglück hier, dieser erste krasse Einsatz für die Kollegen. So, dann gehe ich mal ganz schnell rüber in die FF1. Die rücken nämlich aus mit ihren LF. Das ist aber auch die ganze Zeit die Sirene. Die haben das Auto fast nicht voll bekommen. Also das war gerade so, dass der letzte Kamerad noch eingetroffen ist im Gerätehaus und das Fahrzeug voll gemacht hat. Deshalb ging auch die ganze Zeit die Sirene. So. Die geht halt immer noch. Ich hab's doch gerade ausgemacht. Was ist da los? So. Sirene aus. Einsatzfahrzeug voll. MTW leider nicht. Ist nicht schlimm, der bleibt hier vor Ort. Kann ja sein, dass doch noch irgendwas passiert. Als Reservefahrzeug ist das gar nicht so verkehrt. So, wir fahren sofort raus. Wir unterstützen die Kameraden vor Ort bei diesem heftigen Unfall. Und das wird Tag zu Tag immer schlimmer hier in Waldstätten. Also da kannst du wirklich sagen, was du willst. Wir übertreffen hier schon beinahe die Feuerwehr Wassel im LS17. Was die Einsätze betrifft. Also das ist ja wirklich nicht mehr wünschenswert, hier, was hier abgeht. Das ist einfach nur noch krank, ehrlich gesagt. Und dann noch sowas hier mit einem Bus und einem Zug. Ne, wisst ihr, gerade mal die Feuerwache einen Tag da. Erst errichtet mit neue Kameraden, neue Einsatzfahrzeuge und dann auf einmal sowas. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar kein Zufall mehr sein.
So, ich glaube, wir müssen doch nochmal überlegen, gerade weil wir auch den Bahnhof in der Nähe haben, in der FF von 2, von Waldstätten, in der FF2, dass wir da irgendwie doch noch weitere Fahrzeuge reinstellen, weil das ist wirklich hier ein Anfahrtsweg, was mich so ein bisschen stört, ne? Also das ist halt wirklich ganz schön weit, aber ist ja nicht so, dass da Hilfe vor Ort ist. Das ist ja schon mal richtig viel wert, finde ich. Also eigentlich ist das schon gut, so wie es jetzt ist. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, Leute, gerne in die Kommentare schreiben. Das LF der FF1 von Waldstätten ist am Einsatzort. Also alle freiwilligen Feuerwehren sind jetzt hier und haben ein Bild wirklich der Verwüstung vor einem hier. Das ist nicht mehr schön, wirklich. Einfach nur noch heftig, was hier abgeht. Natürlich ist die BF mit alarmiert worden. Erstmal das HLF und dann kommt der Rest dazu. Die haben natürlich jetzt den weitesten Anfahrtsweg von allen, ne? Das ist wirklich so krass weit. Ich mache am besten mal, wartet mal, damit wir jetzt nicht so lange fahren, muss ich mal ganz kurz schummeln. Und dann fahre ich von hier nämlich jetzt direkt zum Einsatzort, weil ich brauche jetzt ein paar Fahrzeuge vor Ort. Also jetzt bitte nicht wundern, dass ich das jetzt hier ein bisschen verschnellert habe, beschleunigt habe. So ist es besser. So, das erste Einsatzfahrzeug der BF ist vor Ort. Genau, also. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, ne, dass ich hier die Fahrzeuge so spawnen kann. Ne, das war jetzt blöd. Weil, wie gesagt, bei solchen großen Einsätzen macht das ja schon mehr Sinn, ne? Dass wir auch die Fahrzeuge so einfach teleportieren können. Es sind halt wirklich zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert worden. Eigentlich fast komplett Waldstätten, kann man so sagen. Ich glaube, das Schild, das muss ich gleich einmal hier umlegen. Ich werfe das mal weg am besten. So, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, kann ich da ein bisschen weiter nach vorne. Ich würde die RTWs gerne hier ganz weit nach vorne stellen, weil die brauchen nicht unbedingt so weit laufen. Gut, dann switche ich mal nochmal weiter zum nächsten Einsatzfahrzeug. Was nehmen wir denn mal mit? Ich würde sagen, erstmal die RTWs, dann das NEF und dann noch den Rest. So, das ist der hier. Der kommt natürlich auch mit. Ich teleportiere mich wieder dahin. Dann als nächstes der Notarzt. Den stellen wir uns gleich mal daneben. So, und dann gibt es natürlich auch Leute, die stark unter Schock stehen, die wirklich das alles miterlebt haben, beziehungsweise auch aus der Ferne gesehen haben. Denn es haben natürlich auch viele Leute am Bahnübergang gewartet, bis natürlich der Zug durchfährt. Ja, und dann auf einmal ist es passiert. Der Güterwagen, beziehungsweise der Güterzug, ist kollidiert mit dem Bus und das können natürlich die meisten nicht verkraften. Da waren halt Menschen drin.
in den Fahrzeugen. Das NEF stellen wir am besten mal so genau hier an die Seite. Ist ja Gott sei Dank nicht so groß, das passt hier gut hin. So sieht gut aus, genau. So, dann weiter zum nächsten Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Natürlich der KDOW wird auch gebraucht vor Ort. Den nehmen wir gleich mal mit zur Einsatzstelle. Und da ist natürlich auch eine gute Idee wäre, ne? In die zweite FF von Waldstätten auch ein Führungsfahrzeug einzustellen, habe ich mir so gedacht, das muss ich mal anfragen bei der Stadt, was die davon halten, ne? Mal sehen, was die dazu sagen werden. Okay, KDOW ist auch vor Ort. Dann switche ich noch einmal rüber. Ich würde gerne nämlich noch den Logistiker mit rausholen. Von der Berufsfeuerwehr Waldstätten. So, ich habe gerade mal geguckt, Heckwarner ist an. Und den Logistiker stellen wir jetzt mal so ein bisschen an die Seite hier. Können wir gleich auch die Rampe runterlassen, damit die Kollegen da auch gut rankommen ans Fahrzeug. Genau, und das Auto kommt natürlich auch mit. Die Polizei brauchen wir auf jeden Fall da vor Ort. Die können wir nämlich gleich mal auf die Straße stellen, damit die auch die Verkehrssicherung hier erstmal sicherstellen. Dass hier wirklich niemand zu nahe kommt, weil, was soll ich sagen, das sieht wirklich nicht gut aus hier. Okay, ich lasse die Straße am besten mal offen. Hat jetzt nämlich den einen Grund. Wir haben leider noch solche Fahrzeuge nicht in der Nähe. Die müssen alle erstmal separat noch aus den Nachbarstädten ausrücken. Die Rede ist von Fahrzeugen, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt in meinen Videos. So, da muss ich mal kurz gucken. Leitner Notarzt, den brauchen wir jetzt nicht. Notarzt haben wir vor Ort. Ich brauche, wartet. Ich brauche das eine Fahrzeug. Nee. Ach, warte mal, die sind hier. Bei diverse. Nee, doch nicht. Dann sind sie hier oben, genau. So, wir haben nämlich auch die Notfallseelsorger vor Ort. Mit einem Fahrzeug. Weil, wie gesagt, der Unfall für die meisten einfach nicht erträglich war oder ist. Die stehen alle stark unter Schock. Ich kann es verstehen, vollkommen, ne? Bei so einer heftigen Scheiße hier, was hier passiert ist, ist es gar kein Wunder. So. Dann gehe ich hier nochmal rüber. Genau, den habe ich gerade gesucht. Ich muss die gerade mal kaufen, wie gesagt, weil ich die halt nicht so aktuell im Projekt mit drin habe. Ich muss die mir halt immer wieder bereitstellen und dann halt benutzen. Deshalb kommen sie quasi auch aus dem Nachbarort. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, was machst du da, Paula? Nee, also die Fahrzeuge, die werden auf jeden Fall jetzt am Einsatzort gebraucht.
platziere ich mir jetzt erstmal und fahre damit zur Unfallstelle. Notfallseelsorger rückt aus. Für den habe ich extra einen Platz hier gelassen, damit er sich so ein bisschen quer raufstellen kann. So, das passt genau. Das ist das schöne Auto. Das wurde umgeskinnt. Notfallseelsorge ist vor Ort. Und dann, wie gesagt, ist noch halt der große Oschi, der große XXL-Liebherr-Kran. Den würde ich gerne mal gleich auf die andere Seite stellen, weil es wirklich am meisten Sinn macht. Weil ich halt genau auf die andere Seite eigentlich ran muss. Und dadurch, dass der Ausleger auch groß ist, ne, haben wir auch sehr viel Platz auf der Seite und können sozusagen den Bus damit dann einmal hochheben und wieder auf die Reifen stellen. So viele Einsatzkräfte vor Ort, ey, das ist so heftig. Alle bei diesem Zugunfall hier. Meine Güte. So, also ich glaube, näher kommen wir jetzt nicht ran. Doch, warte mal, daneben. Guck mal auf den Grünstreifen, dann müsste das eigentlich gut funktionieren. Muss ich bloß gucken, ob ich hier rüberkomme. Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Ich kann nicht über die Schienen fahren. So, wenn nicht, muss ich den wirklich... Nee, komm, dann lassen wir den hier drüben stehen. So ein bisschen, wie ich das gerade hatte. Das reicht eigentlich. Gut, jetzt muss ich über die Überspannungsleitung da, ne? Ist natürlich nicht so schön jetzt. Ist jetzt auch nichts Realistisches, aber... Wenn ich da nun mal nicht hinkomme und genau da drauf teleportieren kann ich mich glaube auch nicht, dann treffe ich ein anderes Fahrzeug, garantiert. Dann stelle ich mich eben jetzt so ein bisschen schräg, dass ich da rankomme. Den Zug kann ich leider nicht wegfahren, der hat sich komplett verkeilt mit dem Bus. So. Dann gucken wir mal, was die Stützen gleich machen werden. Guck mal, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das ist richtig, richtig gut. Dass der sich auch automatisch hier ausbalanciert. Dann müsste das doch theoretisch auch so passen, ne? Guckt euch das an, was das für ein Biest ist. Das gibt's ja gar nicht. So, ich kann ja jetzt hier, passt auf, den genau da drüber halten und dann einmal das Seil ablassen mit den Haken dran. Also den hätte ich auch weiter auf den Berg stellen können oder so, weil das Ding einfach so groß ist. So, dann kann ich das nämlich runterlassen und an den Bus befestigen. Der muss jetzt erstmal befreit werden, weil wie gesagt, der hängt da richtig schön verkeilt im Zug drin, ne? Das sieht nicht gut aus, Leute. Meine Güte. Was ist hier bloß passiert? Wie ist das passiert, frage ich mich bloß, ne? Aber, was ich sagen kann, also ich habe mich richtig gefreut, dass wirklich alle zahlreichen Kameraden so schnell hier vor Ort waren. Das hat richtig gut gepasst, auch mit der neuen Feuerwehr. Die waren auch als erstes vor Ort, hatten natürlich auch den kürzesten Anfahrtsweg. Aber da bin ich immer wieder richtig zufrieden, dass komplett Waidstätten hier so gut aufgestellt ist und so schnell auch ausrücken kann. Ne? Obwohl manchmal muss die Sirene auch doppelt und dreifach laufen, aber trotzdem sind Helfer im Zeitradius im Gerätehaus und können rechtzeitig ausrücken. Also besser geht's gar nicht. Also tipptopp, Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann drückt auch gerne mal den Daumen nach oben jetzt, wenn ihr Bock habt. Und kommentiert gerne mal, wie euch das Video gefallen hat. Ich fand's cool. Ich habe ja, wie gesagt, zu euch gesagt in den letzten Videos, ich gucke immer mal so in die Kommentare, was ihr so für Einsatzwünsche, Einsatzideen schreibt. Ich habe mir einfach mal sowas Cooles rausgesucht. Ihr habt ja so oft gesagt, Paul, mach irgendwie einen Busunfall, vielleicht auch mit Zug. Ich dachte mir so, ich kombiniere das einfach mal. Hier am Bahnübergang mit Zug, mit Bus, dass sie kollidieren. Ja, das hat Spaß gemacht. Muss ich wirklich mal sagen. Hatte ich schon lange nicht mehr so ein Zugunglück hier. Ich glaube, das letzte Mal war auch im LS19, glaube ich. Ne? Das ist das letzte Mal gewesen, wo ich sowas hatte, das letzte Mal hier. Ja, also wie gesagt, würde ich gern öfters machen. Also... wenn natürlich sowas passiert. Sollte es natürlich nicht in der Regel, aber das ist ein Spiel und von daher ist das alles hier keine Realität, sage ich mal so, wie es ist. Ne? Ja, ich kann dazu noch sagen, der Zugfahrer, den geht es gut, der steht stark unter Schock. Der Busfahrer hat es auch geschafft, der ist schwer verletzt, der wurde richtig krass eingeklemmt. Und ansonsten waren Gott sei Dank keine anderen Personen betroffen. Ne? Es waren bloß zwei Leute, die jetzt hier bei einem Unfall verwickelt worden sind.
Zum Glück, sage ich mal. Also ein Glück war der Bus nicht voll besetzt oder so. Trotzdem musste die Notfallseelsorge ausrücken, weil natürlich auch viele das gesehen haben, das Spektakel. Der Zugfahrer sozusagen ist ja auch stark betroffen gewesen. Unter Schock stand der natürlich, ist verständlich. Ne? Sowas erlebt man auch nicht jeden Tag hier. Und wenn dann sowas passiert, dann will ich da nicht in der Haut stecken, sage ich mal. Ja, ansonsten wird das noch andauern. Die Straße bleibt erstmal komplett noch gesperrt. Und dann wird irgendwann in den nächsten Stunden zusammengepackt und rücken dann alle wieder ein in die einzelnen Ortswehren. Und dann sind wir auch wieder einsatzbereit für die nächsten Einsätze. Ja, Leute, dann kommentiert wie gesagt gerne mal, wie euch das Video gefallen hat. Drückt einen Daumen nach oben und dann wünsche ich euch nochmal einen richtig schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.